Hallo liebe Freunde und willkommen bei einem weiteren Enz Cologne Video und zwar Auftakt einer neuen Reihe. Dies heute ist ein Kanalupdate, aber das ist jetzt der neue Content Frühjahr 2023 und neuer Content heißt wahrscheinlich zwei neue Playlists und heute Part 1, wenn man schon Englisch sagt, Part 1, Teil 1, eine neue Art. Tja, ich habe nämlich ein süßes... Ja, wir haben, nicht ich, wir haben eine neue Königin gekriegt heute. Kleines Päckchen aus den Niederlanden. Die hatten nämlich etwas, wo ich jetzt ein bisschen nachgesucht habe. Und in Frankreich und in Holland habe ich sie gefunden. So, das ist wieder eine schöne Box. Kann man Kolonien reinpacken. Werde ich also nicht wegschmeißen. So. Ich habe hier jetzt gerade eine Katze auf dem Tisch, warum auch immer. Ich wollte doch eigentlich was anderes zeigen. Da ist sie. Das heißt, ich baue natürlich jetzt wieder um. Wir gucken von oben drauf. Und genau eine Sache kann ich in dieser Position noch schnell sagen. Wir erinnern uns vielleicht, letztes Jahr haben wir ja Hütongnester gebaut, David und ich. Ich verlinke hier oben nochmal die Playlist oder das Video, in dem wir das gemacht haben. Und die Katze mit ihrer Nase. Es ist unglaublich. Aber das schließe ich praktisch gleich an und dann können wir vielleicht auch hier schön, ich habe es gerade schon mal ein bisschen angefeuchtet, falls man da jetzt ein bisschen Wassertropfen sieht. Wasser ist also schon drin. Und ja, dann kann man sich die vielleicht ganz schön angucken. Ey, Pfoten weg! Jetzt muss ich mal sicherstellen, wahrscheinlich irgendwie die Katze rausschmeißen. Oder wir gucken mal, wie wir das mit der Katze hinkriegen. Bis gleich. So. Scharf haben wir sie ja. Wen haben wir denn hier? Und was man vielleicht auch direkt sehen kann, wir haben drei Worker, die schon geschlüpft sind. Das sind diese dünnen, gelben oder orangenen. Und die Königin selbst, ein ziemlich großes Tier, einen großen, schönen, dicken Kopf. Und ich habe jetzt gerade sechs Puppen gezählt. Vielleicht kriege ich die mal noch ein bisschen mehr ran. Das wird jetzt ein bisschen gewackelt, aber es sieht doch eigentlich ganz gut aus. Da sieht man auch schöne große Puppen. Mal die Königin. Ja, ich würde dich gerne ja schärfer haben. Ja, ich bin zu nah dran an der Linse. So, ich habe es wahrscheinlich schon längst eingeblendet, dann sage ich es aber trotzdem nochmal. Das ist also eine Camponotus maculatus, die Gefleckte. Und ziemlich selten eine Afrikanerin, keine Winterruhe und... Muss mich noch ein bisschen einlesen. In meinen schlauen Büchern gab es darüber jetzt nicht so viel zu lesen. Aber ja, können wir ja vielleicht mal gucken, wie mache ich das jetzt am besten. Na, ich glaube, ich hole mal kurz Klebeband oder ich gucke mal, wie ich das jetzt hier baue. Bis gleich. So, also das geht erstaunlich gut. Ich habe mir diese Verbindungsstücke auch bestellt gehabt und wir sehen hier jetzt gerade, dass
direkt, also die erste Arbeiterin ist schon rübergerannt. Rechts. Und ist jetzt große Aufregung. Das ist ja alles gut. Also wir haben drei Worker und eine Königin. Jetzt sieht man auch nochmal alles schön. Okay. Ja, hervorragend. Das heißt, ich werde dann auch jetzt erstmal das Reagenzglas dran lassen und als Arena benutzen in der ersten Ausbaustufe. Bringt ja jetzt hier mit drei Workern nichts. Und da ist die alte. Okay, cool. Da müssen wir natürlich jetzt dranbleiben. Ja. Noch nicht ganz geheuer. Ja, schön. Vielleicht so ein bisschen rauszoomen. Ja. Hilft jetzt alles nichts. Ich werde das bestimmt gleich zurechtschneiden, aber ich werde natürlich das jetzt hier filmen. Habe auch einen Kaffee dabei. Und ja, haben wir auf jeden Fall eine spannende neue Art. Wenn ihr die kennt, irgendwelche Tipps für mich habt, bitte rein in die Kommentare. Soweit ich die jetzt gelesen habe, kriegt die auch eine Honiglösung. Ich muss mir die holländische Seite, wo ich das jetzt bestellt habe, die Haltungsanweisung nochmal in Google Translate raunhauen. Ich kann kein Holländisch. Da ist es. Okay, sie haben es geschnallt. Also wir sehen hier jetzt gerade die erste Puppe. Ich brauchte noch gar nicht schneiden, ich war noch am Labern. Aber die haben das jetzt also mitgekriegt. Und im Zwischenstück müsste jetzt die erste Puppe sein und gleich. Oder die haben das jetzt erkannt. Oh, das ist der dunkelste Ort. Super. Dann wohnen wir jetzt im Verbindungsstück, oder? Königin, was machst du? Nee, die Larven werden auf jeden Fall jetzt schon mal aus der Sonne geholt. Aber das sieht jetzt so aus, als wenn die ins Verbindungsstück einziehen. Das wär's ja. Das wär's ja. Aber da ist die Königin. Nee, ich glaube doch nicht. Was ich mal machen kann, wir dunkeln das jetzt hier mal ab. Dann ist das jetzt auf jeden Fall dunkler. Und gucken wir mal, was die machen. Aber sie nehmen auf jeden Fall die Puppen. Und die eine hat schon ein schwarzes Auge. Ach, das sieht ja schön aus. Das müsste man aber eigentlich sehen, oder? Ja, doch. Das sieht man. Ja, sehr schöne Ameisenart, wie ich jetzt schon finde. Also allein diese riesen Puppen. Und dann wären wir bei 9 Workern, genau. Wenn die Puppen alle geschlüpft wären. Und gekauft hatte ich die mit 5 bis 15 Workern. Passt also. Keine Todesfälle während der Reise. Und ja, die braucht auf jeden Fall eine Beheizung. Das kann ich schon mal sagen. Also die liegt irgendwo eher so bei 25 Grad Optimum in der Arena. Braucht mal ein bisschen mehr. Kriegt einen Wüstenboden. Das heißt, einen hellen Sandboden. Da verspreche ich mir halt auch davon, dass man dann ganz gut die Tiere im Kontrast hat. So, da haben sie schon das Reagenzglas leergeräumt. Also das ging ja jetzt tatsächlich. Was haben wir denn jetzt? 5 Minuten Video, ja.
seit ich das Reagenzglas angestöpselt habe. Also scheint es schon mal eine sehr aktive Kolonie, also eine aktive Art zu sein. Und eben Camponotus sind ja eh die größten Arten, mehr oder weniger. Bulldog-Ameise oder so mal ausgenommen. Aber in Australien ticken die Uhren ja bekanntlich eh immer ein bisschen anders. Ja, das sieht aber echt so aus, als wenn die da ins Zwischenstück eingewandert wären. Habe ich hier irgendwo ein Zentimetermaß? Ich finde nämlich interessant, dass schon die allererste Generation von Workern, also eigentlich die, die bei der Königin bleiben und die Königin beschützen, dass die schon so guten Zentimeter, ich kann ja mal so Finger an Nagel dazwischen halten. Also im Größenvergleich, ja doch. Und haben natürlich auch eine Polymorphie, das heißt, die großen Media- und Major-Worker später, die sind dann anderthalb, fast zwei oder 1,6, 1,8 Zentimeter, glaube ich, lang. Also da geht schon noch was. Gut, jetzt habe ich zumindest alles gesagt. Ich schneide dann noch ein bisschen, falls noch was Interessantes passiert. Aber wäre natürlich schön, wenn die nicht da ins Zwischenstück einzögen, sondern auch weiterziehen. Pass auf, pass auf, pass auf. Hey. Ey. Jetzt aber mal ernsthaft hier. Tila. Das war ja wohl totaler Witz. So, ihr habt es ja vielleicht gerade mitgekriegt. Das ist ein kleines Kätzchen, hat sich mal so komplett auf das Ganze Gerät gesetzt. Macht natürlich keinen Sinn, das jetzt hier auf dem Tisch stehen zu lassen. Ich habe die Aufnahme jetzt abgebrochen. Die Ameisen haben jetzt komplett Panik geschoben. War ja klar. Aber das ist jetzt auch erstmal egal. Hier sehen wir im Hintergrund die Höhle bei den Mesobarbaros, wo die Königin drin wohnt. Da geht's richtig ab. Aber ja, hier, die lasse ich jetzt ein bisschen und im nächsten Video gucken wir da nochmal rein. Für heute hat die ihren Umzugsstress gehabt und soll erstmal ankommen. Aber ja, gibt eine neue Playlist. Camponotus Maculatus. Vielen Dank fürs Reinschauen, liken und abonnieren. Euer Björn.